Willkommen zum vierten und letzten Kapitel, dem Exkurs zur Vor- und Frühgeschichte der Stochastik. Aus Zeitgründen wird hier der historische Überblick mal nicht so hübsch animiert, sondern kommt so als etwas schnöde Tabelle oder zwei Tabellen daher. Die Stochastik ist eine junge Disziplin und will man deren Quellen in der Antike verorten, was man ja irgendwie immer will, so muss man da schon so ein bisschen mittelbarer angehen. Es gibt in der griechisch-römischen Welt eine Vorstellung von Zufall, und unser Wort für Wahrscheinlichkeit stammt auch vom lateinischen verisimilis ab, das heißt der Wahrheit ähnlich oder wahrscheinlich. In der Medizin gibt es auch Vorstellungen von unterschiedlichen Risiken, aber all diese Sachen sind eben nicht mit eindeutigen Quantifizierungen verbunden. Einige Mathematikhistorikerinnen haben die folgende Passage aus der Geschichte des Peloponnesischen Krieges des antiken Historikers Thukydides als Hinweis auf ein Vorhandensein von so etwas wie einem Gesetz der großen Zahlen, ja, man würde wohl sagen, eher überinterpretiert. Ich zitiere mal, die Bewohner einer belagerten Stadt, die planen einen Ausfall und dazu benötigen sie, jetzt fängt das Zitat an, Leitern von der Höhe der feindlichen Mauern. Das Maß nahmen sie sich nach der Zahl der Backsteinschichten, jeder für sich, und mochten sie sich irren, so musste doch die Mehrzahl die rechte Summe treffen, zumal sie öfters zählten. So gewannen sie das Maß für die Leitern, indem sie aus der Ziegeldicke die Höhe errechneten. Wenn sie so wollen, steht da also, naja, wenn man oft genug misst, dann wird die Mehrzahl der Messung schon irgendwie so halbwegs das korrekte treffen. Und das könnte man als so eine Art Gesetz der großen Zahlen ansehen. Das ist aber sehr weit interpretiert. Etwas weniger euphorisch heißt es bei Ineichen 1997, ich zitiere wieder, es sind in der Antike, so scheint mir, eine ganze Reihe von Überlegungen gemacht und Begriffe verwendet worden, die ins Umfeld von Begriffen und Überlegungen gehören, die auch für die heutige Statistik grundlegend sind. Und es gibt sehr viele Stellen in der Literatur der Antike, an denen solche Begriffe zu finden sind. Ineichen kommt auch zu dem Schluss, dass es im alten Indien und in der frühen jüdischen Literatur analoge Überlegungen gegeben hat. Im scholastischen Europa ist es dann wieder Nicole Orem, der ganz wesentliche Vorüberlegungen in seinen Proportionibus Proportionum anstellt. Richtig in Fahrt kommt die Stochastik mit dem einsetzenden italienischen Frühkapitalismus des 15. bis dann 17. Jahrhunderts, der den Leuten eben die nötigen Mittel und auch ein reges Interesse am Glücksspiel im Allgemeinen und am Würfelspiel im Besonderen mitbringt. Dieses Würfelspiel heißt lateinisch Ludo Alea. Dessen Analyse haben sich insbesondere die italienischen Renaissance-Mathematiker Pacioli, Cardano und Tartaglia verschrieben gehabt. Auch das Universalgenie Galileo Galilei widmet diesem Würfelspiel eine posthum veröffentlichte Schrift. Und auch die zweite wichtige Quelle stochastischen Denkens, nämlich der Umgang mit zufälligen Messfehlern, hat Galileo beschäftigt. Als weiterer wichtiger Beitrag wäre dann Christian Huygens zu nennen, De Ratio Cinis in Ludo Alea, bei dem systematisch von Erwartung gesprochen wird, und zwar genau dann, wenn wir heute vom Erwartungswert einer Zufallsgröße reden würden. Hier ist das fast immer die Verteilung des Gewinns bei verschiedenen Würfelspielen. Zur Geburt der Stochastik ist dann ein durch 5 Briefe aus dem Jahr 1654 teilweise erhaltener Briefwechsel zwischen Fermat und Pascal erklärt worden, wobei auch hier einige Leute sagen, das ist fast ein bisschen viel der Ehre, das als Geburt der Stochastik zu bezeichnen. In diesem Briefwechsel geht es, wie könnte es anders sein, um zwei Probleme aus dem Umfeld des Glücksspiels. Das kommt aber nachher genauer. Die dritte wichtige Quelle des stochastischen Denkens ist schließlich die einsetzende öffentliche Statistik. Hier ist Jean Grand's Natural and Political Observations mentioned in the following index and made up on the bills of mortality von 1665 zu erwähnen, welches 1702 auf Deutsch als natürliche und politische Anmerkung über die Totenlisten der Stadt London erscheint. Das ist eine der ersten dokumentierten Sterbetafeln, die da drin enthalten ist. Diese hat dann unter anderem Huygens, Bernoulli, Leibniz und Moivre zu statistischen und stochastischen Überlegungen angeregt.
etwa was die Frage der Berechnung der Prämien für Leibrenten anbelangt. Nicht wirklich ein Prioritätenstreit, aber doch um den Titel des ersten Lehrbuchs der Stochastik dürfen sich dann Jakob Bernoullis posthum durch seinen Neffen Nikolaus herausgegebene Ars Conjectandi und Abraham Morvrés The Doctrine of Chances streiten. Bernoulli integriert erstmals systematisch das kombinatorische Zählen und macht dies für stochastische Überlegungen nutzbar. Das Buch enthält auch eine noch etwas unscharfe Formulierung des Gesetzes der großen Zahlen. Morvrés kann in der zweiten Auflage seiner Chances dann mit der folgenden Formulierung quasi Dips für das beanspruchen, was wir heute Laplace-Wahrscheinlichkeit nennen, nämlich das Verhältnis der Anzahlen der Günstigen zur Anzahl der möglichen Fälle. Bei Laplace selbst gibt es wohl auch so ein Gesetz der großen Zahlen. Der Begriff des Zufalls ist ihm als beinharten Deterministen aber ein Graus. So schreibt er, ich zitiere wieder etwas ausführlicher, alle Ereignisse, selbst die, die wegen ihrer Kleinheit und ihrer Unregelmäßigkeit nicht in das allgemeine System des Kosmos zu passen scheinen, sind davon eine ebenso notwendige Folge wie die Umläufe der Sonne. Wir schreiben sie dem Zufall zu, weil wir die Ursachen nicht kennen, die sie hervorbringen und die Gesetze, die sie mit den großen Erscheinungen des Universums verketten. So wurden das Auftauchen und die Bewegung der Kometen, die wir heute als abhängig von demselben Gesetz verstehen, das die Wiederholung der Jahreszeiten sichert, einst von denjenigen, die diese Sterne zu den Meteoren rechneten, als Wirkung des Zufalls angesehen. Das Wort Zufall drückt also nichts anderes als unser Unwissen über die Ursachen der Erscheinungen aus, die wir ohne irgendeine sichtbare Ordnung eintreten und einander folgen sehen. Bei Gauss haben wir dann die Normalverteilung, die insbesondere zur Rechtfertigung der Methode der kleinsten Quadrate in der Fehler- und Ausgleichsrechnung Verwendung findet. Und bei Poisson haben wir dann das Gesetz der großen Zahlen wirklich im heutigen Sinne. Es dauert dann noch einmal 50 Jahre, bis Chebyshev den zentralen Grenzwertsatz ausspricht. Und es wird noch bis zum ansonsten zeitgeschichtlich ja eher nicht so erfreulichen Jahr 1933 dauern, bis Kolmogorov in seinen Grundbegriffen der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine allgemein befriedigende und akzeptierte Axiomatik der Wahrscheinlichkeitstheorie vorlegt. Gehen wir aber mal zurück an den Punkt, den manche für die Geburt der Stochastik halten, den Briefwechsel zwischen Fermat und Pascal, der so um zwei Probleme kreist, mit denen der professionelle Spieler Chevalier de Meret Fermat bzw. Pascal behelligt hat. Da ist erstmal das Problem de Des, das Problem der Würfel, das kreist um die folgende Frage. Er, gemeint ist wieder dieser Chevalier de Meret, sagte mir also, dass er aus folgendem Grund einen Fehler in den Zahlen gefunden habe. Wenn man versucht, mit einem Würfel eine 6 zu werfen, dann ist es von Vorteil, dies mit 4 Würfen zu tun, und zwar wie 671 zu 625. Wenn man versucht, mit 2 Würfeln eine Doppel-6 zu werfen, ist es von Nachteil, dies mit 24 Würfen zu tun. Dennoch verhält sich 24 zu 36, was die Anzahl der Ergebnisse von 2 Würfeln ist, wie 4 zu 6, was die Anzahl der Ergebnisse eines Würfels ist. Es geht hier etwas moderner gesagt um folgende Frage. Wie oft muss ich mit einem einzelnen Würfel mindestens hintereinander würfeln, damit eine Wette auf das Ereignis E, eine 6 wird geworfen, aussichtsreicher ist als eine Wette auf das Gegenereignis? Mit unseren heutigen Mitteln können wir da leicht eine Lösung finden. Es gibt insgesamt je Wurf 6 mögliche und 5 ungünstige Ereignisse. Zu lösen ist daher die Frage, ab welchem n 6 hoch n minus 5 hoch n, das ist die Anzahl der für uns günstigen Fälle, also dass ein Sechser dabei ist, größer wird als 5 hoch n, weil das ist die Zahl der für uns ungünstigen Fälle, dass überhaupt kein Sechser dabei ist. Dem Chevalier war bekannt, dass dies bei 4 Würfen der Fall ist und auch das angegebene Verhältnis von vorhin, 671 zu 625, ist vollkommen korrekt. Einen Irrtum begeht er erst beim gleichzeitigen Wurf mit 2 Würfeln. Die Frage lautet hier ganz analog, wie oft muss ich mit 2 Würfeln gleichzeitig mindestens hintereinander würfeln, damit eine Wette auf das Ereignis E, eine Doppel-6 wird geworfen, aussichtsreicher ist als eine Wette auf das Gegenereignis?
Wir können das auch mit der ganz analogen Strategie lösen. Hier gibt es in jedem Doppelwurf 35 ungünstige und 36 günstige Fälle, was dann auf die Ungleichung 36 hoch n minus 35 hoch n größer 35 hoch n führt. Und hier stößt sich nun der Chevalier daran, dass, wie er völlig korrekt festhält, das erst ab 25 Würfen richtig ist, nicht schon bei 24, wie er sich das von den Zahlen her eigentlich erwartet hätte. Der Chevalier geht nämlich davon aus, dass die Versechsfachung der Zahl der möglichen Würfelergebnisse im Einzel gegenüber dem Doppelwurf auch zur sechsfachen Anzahl nötiger Würfe für diesen Übergang von einer Wahrscheinlichkeit kleiner 50% zu einer mit größer als 50% führen sollte. Heute können wir über diese beiden Ungleichungen hingegen leicht erkennen, dass eben die zweite Ungleichung nicht dazu führt, dass da einfach so ein Faktor 6 an das n heranmultipliziert würde und dann schon alles gegessen wäre. Und das erkennen auch Pascal und Fermat, dem Chevalier, der wie viele seiner Zeitgenossen sehr dem proportionalen Denken und der Schlussrechnung verhaftet war, ist das hingegen sehr schwer zugänglich. Wie verankert das proportionale Denken ist, zeigt auch das zweite, vielleicht noch bedeutendere Problem, das Problem der Partie oder Problem der Aufteilung des Einsatzes bei abgebrochenem Spiel. Auch dieses Problem dürfte aus dem indoarabischen Raum stammen. Bei Pacioli findet es sich in dessen Summa und so weiter in der folgenden Formulierung. Eine Gesellschaft spielt Ball auf 60 Punkte, wobei 10 Punkte für das Einzelspiel vergeben werden. Sie setzen insgesamt 10 Dukaten ein. Aufgrund gewisser Umstände können sie nicht zu Ende spielen, da bat eine Partie 50 und die andere 20 Punkte. Man fragt, welcher Anteil des Einsatzes jeder Partei zusteht. Wir verwenden im Folgenden eine an den Chevalier de Merret angelernte modernisierte Fassung des Problems, bei der auch noch klarer wird, dass das wirklich ein Glücksspiel sein soll. Also zwei Spieler A und B setzen je 32 Pistolen, das ist jetzt nichts zum Schießen, das sind einfach Geldstücke, und sie vereinbaren ein, da dürfen wir von ausgehen, faires, also 50-50 Chancen Glücksspiel, etwa einen Münzwurf mehrmals durchzuführen. Der Sieger erhält jeweils einen Punkt. Wer zuerst 3 bzw. dann allgemein K Punkte erreicht, erhält den Gesamteinsatz von 64 Pistolen. Aus irgendeinem Grund muss das Spiel beim Stand von 2:1 bzw. dann wieder allgemein A zu B für den Spieler A jedoch abgebrochen werden. Wie ist der Einsatz gerecht aufzuteilen? So, jetzt ist da auch immer so ein bisschen Streit entstanden. Ist das eigentlich das Problem des abgebrochenen Spiels oder das Problem der Aufteilung? De Partie ohne IE heißt Problem der Aufteilung. De Parties mit IE würde heißen Problem der Partien, die da nicht zu Ende gespielt wurden. Das ist ein bisschen alberner Streit, der da entstanden ist, aber es soll wohl Partie heißen, also wirklich die Aufteilung ist das Problem, das dadurch erzeugt wird, dass man nicht zu Ende gespielt hat. So, aber jetzt gehen wir mal an die Zahlen ran. Die älteste 1380 anonym publizierte Lösung im europäischen Raum schlägt da zwei verschiedene Aufteilungen vor. Entweder den Gewinn proportional zur Anzahl der bisher gewonnenen Partien, also wie A zu B, aufzuteilen. Oder aber man erstattet dem gerade führenden Spieler schon mal den eigenen Einsatz, also die Hälfte geht schon mal an den zurück und die andere Hälfte, der Einsatz des unterlegenen Spielers, der wird jetzt wie A zu B aufgeteilt. In unserem Zahlenbeispiel wäre das entweder 2:1 oder 5:1. Pacioli, der teilt ebenfalls proportional auf, 2:1. Was man jetzt bei den Zahlenwerten auf der Folie nicht so gut sieht und was Sie sich nochmal mit dem GeoGebra-Applet anschauen sollten. Diese Lösung hat ja den Nachteil, dass die vereinbarte Anzahl von Gesamtpartien da irgendwie gar nicht wirklich berücksichtigt wird. Das K kürzt sich da ja vollständig heraus. Aber die Chance, beim Stand 2:1 gegen sich das Ruder nochmal rumzureißen, stehen viel besser, wenn ich nicht mehr nur ein verabredetes Spiel noch spielen muss, sondern vielleicht noch 2 oder 3 oder noch mehr Partien zu führen wären. Und das kommt hier irgendwie gar nicht vor. Und die Lösungen von Cardano, Tartaglia und Leibniz, die versuchen auch alle irgendwie das K mit in diese Proportionalität da hereinzubekommen. Und das macht auch die Lösung von Pascal und Fermat. Aber deren Besonderheit ist eben, dass sie als einzige zur Begründung aus heutiger Sicht völlig korrekte quantitative Überlegung dazu anstellt, wie es eigentlich weitergehen würde. Also wie wahrscheinlich
im Falle des Weiterspielens ein Sieg von entweder A oder B wäre. Und genau das Verhältnis dieser Gewinnwahrscheinlichkeiten, das wird dann zur Aufteilung des Gewinns herangezogen. Für unseren einfachen Fall folgen wir mal der Darstellung bei Devlin. Wir sagen mal, Spieler A setzt einfach immer auf Kopf und Spieler B immer auf Zahl. Das macht es irgendwie leichter. Jetzt steht es aktuell 2 Kopf zu 1 Zahl, also Spieler A ist im Vorteil. Die nächsten 2 Partien könnten jetzt Kopf-Kopf, Kopf-Zahl, Zahl-Kopf oder Zahl-Zahl ausgehen. In den ersten 3 Fällen wird A gewinnen, die blauen Fälle, und im 4. Fall wird B gewinnen. Also sollten wir sagen, 3 zu 1 ist die Aufteilung. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Herr Professor, Sie haben da einen Denkfehler. Wenn im 4. Wurf Kopf fällt, dann wird doch überhaupt kein 5. Mal mehr geworfen. Also gibt es überhaupt nur 3 mögliche weitere Ausgänge, nämlich Kopf oder Zahlkopf oder Zahlzahl. Also sollten wir doch wie Pacioli aufteilen, wenn es um die Gewinnwahrscheinlichkeiten geht, nämlich wie 3 zu 1. Das meinte auch der Chevalier de Meret und es hat dann auch Fermat und Pascal einiges an Mühe gekostet zu klären, warum doch die erste Lösung korrekt ist. Heute geht das relativ bequem mit dem Hilfsmittel der Baumdiagramme zum Beispiel. Unsere erste Lösung tut so, als wären in jedem Fall 2 weitere Partien nötig. In diesem Fall sind alle 4 mögliche Ereignisse, die da am Ende stehen, gleich wahrscheinlich. Sie treten mit 1/4 Wahrscheinlichkeit auf. 3 davon sind für A günstig, eines für B. Also teilen wir wie 3 zu 1 zwischen den beiden auf. Unsere zweite Lösung berücksichtigt, dass bei Kopf als erstem Wurfergebnis gar nicht nochmal die Münze geworfen wird. Sie vernachlässigt aber die unterschiedlichen Fahrtwahrscheinlichkeiten. Falls im 4. Wurf schon Kopf kommt, was in der Hälfte der Fälle so sein wird, findet gar kein weiteres Zufallsexperiment mehr statt. Also kommen wir dann mit Sicherheit zum Sieg von A. Der hat also dieser Zweig hat die Wahrscheinlichkeit 1/2. Die beiden anderen Fälle treten aber jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4 auf. Also ist doch wieder wie 1/2 plus 1/4 ist gleich 3/4 zu 1/4 aufzuteilen, also wie 3 zu 1. Als krönenden, wenn auch leicht morbiden Abschluss will ich Sie noch mit Jean Grands Absterbeordnung konfrontieren. Es gibt es auch wieder hübsch animiert. Bei Grand heißt es nach einer relativ mühevollen Analyse der Sterbe- und Geburtenregister, ich zitiere, daraus folget, dass von 100 Geborenen noch am Leben sind zu Ende des 6. Jahres 64, des 16. Jahres 40, des 26. 25, des 36. 16, des 46. 10, des 56. 6, des 66. 3, des 76. 1 und zu Ende des 80. Jahres keiner. Grand musste da ziemlich tiefgründig forschen. In den Sterberegistern war damals das Alter der Personen gar nicht vermerkt. Er musste also auch in den Geburtenregistern nachsehen, wie alt diese Leute überhaupt waren. Um sie mal statt mit Schnitzeln mal ausnahmsweise mit was Inhaltlichem aus der Lektion zu entlassen, können Sie denn anhand der Daten von Grand sagen, wer mit der größten Wahrscheinlichkeit die kommenden 10 Jahre überlebt hätte zu dieser Zeit? Ein A 6-Jähriger, ein B 16-Jähriger, ein C 26-Jähriger oder D ein 46-Jähriger. Auflösung, C ist richtig, was sich einfach über die bedingten Wahrscheinlichkeiten argumentieren lässt, die dann noch ein paar Jahre warten müssen, aber kommt dann relativ bald mit dem Base. Das war in der Animation vielleicht so etwas misleading, in dem Sinne, dass da anfangs zwar in absoluten Zahlen mehr Personen gestorben sind, aber ja halt auch am Anfang noch viel mehr Personen absolut am Leben waren. Relativ betrachtet, also in bedingten Wahrscheinlichkeiten, stirbt es sich dann ab dem 56. Geburtstag zu Grands Zeiten doch leider zunehmend wahrscheinlicher. Damit sind wir dann am Ende dieser Vorlesung angelangt. Vielleicht nicht mit dem fröhlichsten aller Themen, es sei denn, Sie haben sehr schwarzen Humor. Ich hoffe, Sie hatten dennoch etwas Freude mit dieser Vorlesung, trotz oder vielleicht gerade wegen der vollständigen Digitalisierung,
die dieses Semester nötig oder möglich war. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich sage auf jeden Fall für dieses Semester auf Wiedersehen. Servus, Baba.